Hallo zusammen. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man einen nicht vorhandenen Stahlträger in die Datenbank einpflegt. Dafür gehen wir in die Datenbank. Wir gehen hier auf Bearbeiten, auf Datenbank Manager, klicken da drauf. Dann erhalten wir einen Seitendialog, wo wir hier auf den Baustoffeditor gehen. Im Baustoffeditor können wir dann hier auf Werkstoff gehen, gehen auf den zweiten Punkt Stahlstab. Dann auf Doppel-T und wir wählen die Profilart, jetzt in dem Fall zum Beispiel ein HEA. Ja, und da wählen wir dann den 300er aus als Originaldatei. So, und dann machen wir davon eine Kopie, weil der 280er fehlt. Ja, dann gehen wir hier drauf und ändern den Namen. Das heißt, wir klicken in das Feld Bezeichnung, machen jetzt aus der 300 eine 280 und hinter dem 1025 das Klammerkopie machen wir weg. Wir gehen jetzt auf Speichern, dann ist der Name schon mal gesichert. Und jetzt gehen wir auf die Stärke. Die Stärke ist in dem Falle 0,27 und die Breite ist 0,28 und die Stegbreite ist nicht 85 mm, sondern nur 80 mm. Die Flansstücke ist aber identisch. Der Radius passt auch. Wir können hier auf Speichern gehen und jetzt haben wir so gesehen auch den 280er in unserer Datenbank und können den jetzt ohne Probleme weiter verwenden für andere Projekte. Dann können wir einfach die Datenbank hier, den Baustoffeditor verlassen und auch hier den Seitendialog einfach mit OK beenden. Und schon sind wir fertig und wir könnten jetzt diesen Träger verwenden, ganz normal über zum Beispiel Hölzer Wand, dann Schwelle, dann die Wand wählen und man könnte jetzt hier den Träger verändern und könnten da jetzt einen HEA wählen aus der Datenbank, weil der jetzt vorhanden ist. Da steht er, der 280er. Na, und den können wir ganz normal dann einbauen. Gut, das soll es schon gewesen sein. Viel Spaß bei unseren anderen Videos.